Wenn auch an anderer Stätte, war es endlich wieder soweit. Das Treffen der Oldtimer-Freunde im Oleftal e.V. rollte los. Im Roadbook gelistet waren die Touren und beinhaltete alle wichtigen Informationen. Vereinsmitglieder und Angereiste präsentierten bei herrlichem Sommerwetter ihre blitzeblanken Oldtimer. Ein Dank von uns aber auch an euch, die uns trotz der Pause und trotz aller Widrigkeiten die Treue gehabt haben, für den größten Teil auch in der Kante. Danke. Alfred Winter begrüßte die Teilnehmer zum 13. Oldtimer-Treffen mit Ausfahrt. Wir hatten natürlich heute so ein bisschen Startschwierigkeiten, sei es Strom und was weiß ich, und Parken, weil dann alles etwas enger ist hier. Die Vorher-Nachher-Fotos des VW Käfers zeigen den hohen Aufwand und Ideenreichtum, den der Oldtimer-Freak einbrachte. Deutsche Automobilmarken waren mehrheitlich vertreten und manches Fahrzeug durfte sich als neuwertig bezeichnen. Andere lieben den normalen Gebrauchszustand des Wagens zu präsentieren. Der sieht ja tipptopp aus. Ja, der ist, was wir dort schon einmal geholt haben, ist ein. Engagierte Helferinnen sorgten von früh bis spät für das leibliche Wohl der Gäste. Interessante Designs und Kontraste fanden sich gleich nebeneinander, wie der DeLorean und der Mercedes SL. In der Nähe zur Stadt Schleiden starteten die Oldtimer-Driver ihre Touren, von denen sie zwei zur Auswahl hatten. Auch die Ford-Ikone Capri, Baujahr 1971, ging an den Start. Gleich nebenan stand ein britisches MG Cabriolet neben dem deutschen VW Käfer Cabriolet. Beide schöne Fahrzeuge, die zum technischen Kulturgut gezählt werden. Mit dem 2CV oder auch Ente genannt, schuf Citroën ein unnachahmliches Automobil, das heute teilweise utopische Preise erzielt. Der Volvo PV 544, auch Puckel-Volvo genannt, ist eine andere Kategorie und kommt mit seinem bulligen Design eher als sicheres Fahrzeug daher. Porsche-Fahrer reisten in unterschiedlichen Modellen an, das Grofo den 911er und seine optischen Verwandten. Die Automobilgeschichte des Herstellers Borgward von 1939 bis 1963 erzählt dieser Borgward Isabella TS Cabriolet. XJ12 der Serie 3, ein V12. Der einen seitenweichen Motorlauf hat. In vielen Kinofilmen präsentiert sich der Citroën Traction Avant Typ 11 als Gangsterauto. Ab Baujahr 1952 vergrößerte die stark gewölbte Heckklappe den Kofferraum deutlich und wurde als Koffermodell bekannt.
Die Produktionszeit war von 1934 bis 1957.